Das Haus der Jugend in Hettstedt ist das Domizil des Leuchte e.V. in Zusammenarbeit mit dem Nangadev e.V., konkret durch Nicole Holländer und Dorothea Splettstößer, wurde mit den Kindern in den letzten 6 Monaten ein besonderes Projekt umgesetzt. Dass es dabei um mehr als um ein Kochbuch ging, zeigt der Umstand, dass dort wöchentlich gekocht und zubereitet wurde und im Anschluss die Bilder zusammengestellt werden konnten. Bilder und Texte wurden digitalisiert und zum Druck geschickt. Ein paar weitere Exemplare gestalten die Kinder nun eigenständig zu Büchern. Aber selbst das waren noch nicht alle Ziele, die mit dem Projekt verfolgt wurden, erfuhren wir von Frau Splettstößer. Heute sind wir bei unserem fast letzten Termin in unserem Kurs Schmackhaftig und was gibt's hinterm Tellerrand. Das ist ein Kurs, in dem wir uns mit den Kinderrechten beschäftigt haben und mit unserer eigenen Ernährung und der Ernährung von Menschen weltweit. Und wir haben seit Mai diesen Jahres uns jeden Montag, wenn nicht gerade Ferien war, getroffen und an unserem Büchlein gearbeitet, das jetzt auch fertig ist. Und ein paar von denen werden gerade noch personalisiert. Es machen 10 Kinder mit im Alter von 6 bis 14 Jahren. Also der Kurs wird vom Nangadev e.V., der in Sangerhausen sitzt, organisiert, zusammen mit dem Jugendclub Leuchte hier in Hettstedt und vom Programm Kultur macht stark gefördert. Also das sind unsere Büchlein, die wir zusammen entwickelt haben. Das sind alles Bilder von den Kindern und Jugendlichen, die hier gemalt wurden. Und kleine Texte dazu, einmal zu den Kinderrechten, was waren uns die wichtigsten Kinderrechte. Und dann sind da halt unterschiedliche Rezepte drin, plus ein kleiner Hinweis zu Sachen, die wir drumherum herausgefunden haben. Zum Beispiel bei dem Rezept Apfel mit Vanillesoße gibt es dann einen Hinweis zum Thema Vanille, wo kommt Vanille her. Hier zum Beispiel ist ein Ursprungsland Mexiko. Und dann haben wir nochmal recherchiert, wie die Kinderrechtssituation in Mexiko aussieht und es kurz aufgeschrieben. Aber es sind ganz unterschiedliche Themen behandelt. Also die Bilder sind alle von den Kindern selbst gemalt. Einige Kinder haben auch beim Digitalisieren mitgeholfen und beim Setzen in den Programmen, beim Eintippen in die Datei. Und das sind sozusagen die im Online-Druckdienst bestellten Exemplare. Und die Kinder arbeiten jetzt gerade noch an den eigenen Exemplaren, wo einfach Papier gedruckt wurde. Und die binden diese Bücher jetzt selbst mit Buchdeckel und Buchrücken. Freunde und Unterstützer der Leuchte werden jetzt in der Weihnachtszeit Exemplare dieses Kochbuchs, das ja noch einen Mehrwert hat, als Geschenk erhalten, verriet uns Leiterin Ute Dietrich.